Okidoki. Dann ab nach Bumetia. Das ist also das Heimatland von Freya? Hey Freya, komm schon, beeil dich. 5 Jahre schon, seit ich meine Heimat verließ. Doch in meinen Träumen konnte ich sie nie vergessen. Keine Nacht, in der ich nicht von ihr träumte. Ich bin zu Hause. Streb mir an. Bayo. Auch ich habe mich seit damals gewandelt. Und nun ist die Zeit gekommen, in der meine Fähigkeit als Drachenritterin auf die Probe gestellt werden sollen. Auch ich werde alles geben. Ich auch. Ich auch, Mom. Gut, dann lasst uns gehen. Burmesia, Reich des ewigen Regens. Aber was zu tun, bin ich denn wirklich imstande? Nix. Ein Dreck. Aber sich darüber den Kopf zu zerbrechen, dafür ist es jetzt zu spät. Ba-ba-ba-ba, Burmesia. Hinter dem umgestürzten Karren findet sie dann die zweite Stellatio. Wo ist der umgestürzte Karren? Ist das hier? Krebs erhalten. Oh. Mache ich einen Screenshot von. Ja. Oh je. So, geht nach Norden. Es folgen kleine Cutscenes mit... okay. Ayo muss hier drin gekämpft werden. Ich glaub's hackt. Kann man euch fressen? Das ist ja der Hammer. Das verbraucht MP, sag mal, seid ihr dappisch? Ach, der ist down? What the fuck? Hammer gelernt. Ist ja der Hammer. Siehst du, und deswegen muss man die fressen, Bio. Das ist der Grund. Weil das fette Vieh, das lernt da durch. Das ist wie bei mir. Wenn ich was fresse, nehme ich dem seine Stärke auf. Schon wieder ihr, sag ich. Wirklich ein lästiges Pack, sag ich. Seid bereit zu sterben, sag ich. Töten! Mit dem Seed, dann klaue ich dir jetzt was aus deinem Sack. Hammer. Ich will Hammer benutzen. Aua. Das heilt mich. Gut, shit. Nicht genießbar. Okay, weiß ich Bescheid.
Ihr seid ja immer noch nicht tot. Das wird dieser Generälin aber gar nicht gefallen, sag ich. Genau. Und wenn die erstmal sauer ist, dann habt ihr gar nichts mehr zu lachen, sag ich. So. Adam. Pöschen. Wie sieht's denn beim Sidan mit seinem Schwert aus? Ah, der kann das Größere benutzen mit Augen auf. So. Anlegen. Nee, nee, das war falsch. Ability. Erhöht die Wahrscheinlichkeit beim Klauen. Ah. So, Stein und Gips nehme ich mal raus. So. Wie sieht's beim Vivi aus? Ja, der hat schon alles drin. Gerade mit Vodafone am Telefonieren. Oh. Oh oh. Hast du Verbindungsprobleme? So, ich kann da nicht drüber springen. Kommen wir wahrscheinlich später hin. Was ist die Goldnadel? Goldnadel? Was ist denn das? Item? Hebt Zustandsveränderung Stein und Gips auf. Okay. Oh. Ajo, die haben jetzt Stein und Gips. Ich pack's nicht. Muss schwächer werden, erlaub. Scheiße, Mann, das Vieh ist down. Boah, Gips hat nicht gewirkt. Zum Glück. Das hätte ich aber 100 Pro bei denen jetzt lernen können. Was? What? Was?
Sagen schönen Gruß von mir. Nicht genießbar, okay. Nice. So, das Ding flüchtet. Was tut er da? Was tut er da? Man kann den Inhalt der Kiste kriegen, wenn du nur auf sie langsam zuläufst, habe ich gerade gelesen. Und wenn ich es richtig im Kopf habe, wenn ich jetzt auf Fortsetzen drücke, müsste ich in dem Raum wieder anfangen. Und dann kann ich das Ding holen. Ich muss gerade mal rülpsen. Mhm. Hat wunderbar funktioniert. Okay. Scheiße. Ach, das ist der nächste Raum. Ist das im nächsten Raum? Das ist, glaube ich, erst im nächsten Raum. Okay. Lass ich die Truhe mal in Ruhe. So, wir haben neue Stiefel. Hier gibt's nichts für Stiefel. Ah, doch hier. Holz, Auge und HP plus 10. Jo, und was ist Holzauge? Die bringen mir aber nichts vielleicht hier. Nee. Er kann HP plus, sie kann HP plus 10 lernen. Dann ziehe ich ihr die an. Wasser oder Wasser? Wasser Bio. Ah, jetzt kann ich raus. Und kann darüber laufen und die Kiste holen. Das mache ich gleich. Die lebt. What the fuck?
Ey, das ist nicht okay. Potion wird geklaut, ey. Bastard. Da geht er down. Da geht er down. Ich klaue mir den Scheiß gerade wieder zurück, ey. Hau da ab. Feige Sau. Hau da einfach ab. Gibt's hier noch was? Ein Kampf gibt's. Oh ne. Okay, pass auf. Wir hauen mit Freya auf dich. Versuchen dich zu fressen. Benutzen dann schwarze Magie auf dich. Greifen dich hier an und versuchen zur Not Nummer 2 zu fressen. Muss schwächer werden? Fick dich. Ja, da geht er sofort down. Da geht er auch down. Schade. Schade. Was ein Scheiß. Ah, ich hätte gern den Gipskack gelernt. Auf dem Balkon gehen, ja. Okay. Ich bitte euch, nehmt die Glocke, die unter dem Bett liegt, geht zum Palast und rettet den König. Allahopp. Wo ist denn das Scheiß? Ah, oh. Von hinten. Ich kann den noch nicht fressen. Okay, 208 Abwehr. Ah, ich hätte Clown machen können, ich Idiot. Egal. Abwehr. Fressen. Muss schwächer werden, allerhopp. Ach, das bringt ihn um. Ah, ich bin zu stark. Hm, Freya Level 16. Unter dem Bett nachschauen. Die gute Glocke. So, raus hier. Geht's denn hier raus? Ach, unten. Gibt's hier keine Mokris? Zum Speichern? Hier hinten vielleicht? Nee.
Beide Glocken läuten im Einklang. Die Glocke in der Hand zerfällt zu Staub. Nichts mehr wert, die Glocken von heute. Sieh dann. Hinter dieser Treppe liegt der Königspalast. Doch wenn ich sehe, wie verwüstet die Stadt ist, dann habe ich Angst zu sehen, was uns hinter diesen Stufen erwartet. Aber hier aufzugeben wäre falsch. Wir müssen herausfinden, wer hinter all dem steckt. Ich möchte auch wissen, wer diese Kerle eigentlich sind, die mir so ähneln. Siehst du, selbst unser kleiner Freund ist bereit, der Wahrheit gegenüberzutreten. Wir gehen zusammen, Freya, oder? Wir gehen doch zusammen. Vivi, du bist ein Depp. Hast du denn gar keine Angst, mein Lieber? Was dich hinter dieser Treppe erwartet, das könnte womöglich dein Leben für immer verändern. Ja, womöglich schon. Aber ich möchte wissen, was für ein Mensch ich eigentlich bin. Oder ob ich überhaupt ein Mensch bin. Vivi, du bist dumm. Was redest du da denn? Du siehst auf jeden Fall wie ein menschliches Kind aus, Mampf. Da kommt wer. Da ist noch einer. Steckt der etwa unter einer Decke mit den Schwanzmarkern? Wir haben mit denen überhaupt nichts am Hut. Hältst du mich für blind hinter deinem Rücken? Ist das etwa keiner von diesen schwarzen Brut? Ich gehöre nicht zu denen. Ich habe noch nie jemandem was getan. Kann ich das glauben? Du kannst. Oh, Freya. Schon lange her, nicht wahr, Dan? Lange her, du machst mir Spaß. Wo um alles in der Welt hast du gesteckt? Doch dafür haben wir jetzt keine Zeit. Die Schwanzmagier sind uns dicht auf den Fersen und auch ihr solltet besser von hier verschwinden. Die Schwanzmagier, Bio. Was trödelt ihr so? Beeilt euch. Wo befindet sich eigentlich der König? Der König? Den habe ich nicht gesehen. Für mich hat jetzt erstmal meine Familie Vorrang. Freya, vergiss den König. Schaut, dass ihr hier selbst lebend rauskommt. Wenn ihr euch mit dem Schwanzmagier anlegt, ist das euer Todesurteil. Ich bin auch einer. Für mich hat meine Heimat und mein König Vorrang. Mein Schicksal liegt hinter diesen Stufen, nicht in der Flucht. Okay. So. Okay, im Haus links. Jetzt kommen zwei Häuser. Moment. Lass uns schnell fliehen. Ich kann mich nicht bewegen. Bringe du dich in Sicherheit, bitte. Hör auf, so zu reden. Hast du etwa den Eid vergessen, den wir uns vor Kisamaluk gegeben haben? Wie könnte ich das? Aber alles, was ich mir im Moment wünsche, ist, dass du überlebst. Und ziehe unseren Nachwuchs so auf, dass ich stolz auf ihn sein kann. Nein! Ihr müsst raus aus Bometia. Schlagt euch nach Lindblum durch. Der Großherzog von Lindblum wird euch sicherlich nicht abweisen. Aber die Schwarzmagier haben meinen Mann übel zugerichtet. Er kann sich nicht mehr bewegen. Wie sollen wir es denn so bis nach Lindblum schaffen? Oh oh. Vorsicht! Obacht! Eieiei! Ach Gott. Puh, das war aber haarscharf. Du hast mich gerettet, Mann. Danke. Liebster. Wey, Gar, seid ihr in Ordnung? Das sind Veganer. Ja, gerade noch mal mit dem Leben davon gekommen. Hey, könntest du mich vielleicht stützen? Ich schaff's alleine nicht. Selbstverständlich. Nochmals danke, Freund. Besuch uns doch mal, wenn unser Nachwuchs geboren ist. Geht klar, freu mich schon drauf. Das war's?
Zelda erhalten. Wieso mache ich das fertig? Phönixfeder erhalten. Da stand ich, krieg einen Speer. Für die Freya im linken Haus. Da ist nirgends ein Haus. Das ist so eine dumme Komplettlösung. Oh. Hilfe rufen am Arsch. Und lachen. Wie im Leben. Dauert jetzt wieder ab, oder? Die feige Sau. Ja, ja. Ja, ja. Hallo. Danke. Was ist, wenn ich rechts durch die Tür gehe? Geht's dann einfach nicht weiter, oder was? Nö, ist halt einfach nix. Geil. Ich soll sagen, Hallöchen, Frau von Rentoni vom Bio. Hallo Bio. Hallo Bio. Hallo Bio. Gute. Gibt es hier keine Waffen mehr, die man noch gebrauchen könnte? Dieser Speer. Gut ausbalanciert und leicht zu führen. Mithrilsperr erhalten. Umso besser. Spieß damit ein paar Schwanzmarker für mich auf, okay? Ups. Ich und mein vorlautes Mundwerk. War nicht so gemeint. Ah, ne, war nicht so gemeint, Vivi. Falsch gelesen. Ich weiß. Aber. Ach. Schon gut. Vivi. Fafnirs Wind. Was macht der? Wie ist denn das? Da ist Fafnirs Wind. Fläche Verbündete führt Regena aus. Mal lecker. Oh, schon jemand da? Ist mir wohl jemand zuvorgekommen. Naja, wenn du schon mal hier bist, willst du mir was abkaufen? Nee, aber ich will dem Vivi einen neuen Zauberstock anlegen. Der Donnerstock. Blitzra und Gift. Ja, leck mich doch am Arsch. Ja, das ist sogar aktiv. Ei, Wunderbärchen.
So, dann kaufen wir mal. Ah ja. Willst du nicht das Drei-Teile-Set bestehend aus Goldnadel, High Potion und Ether für 333 Chill kaufen? Ah ja, komm. Besten Dank auch. Mit dem Geld kann ich wieder für eine Weile auf Reisen gehen. Gießt ja wie aus Kübeln. 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 Ah, der hat einen Mokshop. Der hat einen Mokshop. Mistgabel. Da habe ich gar keine, ne? Kauf schon mal eine. So, Crystal Arm Rife Hammer Dry. Also 4. Babuda. Bronze Harnitsch. Sauberküras. Kübelt ja wie ein Kissen. Ach ja. So, ist schon Crowdhammer genug. Antidot, Augentropfe, zählt. Ach du Scheiße! Warte mal, ich gehe mal kurz ins Mognet. Brief überreichen. Vielen Dank, dass du mir den Brief von Mog gebracht hast. Bis um 8. Bronco, noch ein Stündchen. Stilskin scheint auf dem Weg zu dir zu sein, Kubo. Aber ich weiß es nicht genau. Und um ehrlich zu sein, habe ich ihn noch nie getroffen, Kubo. Wenn du ihn triffst, sag mir bitte, was der so für ein Mokri ist. Gerüchten zufolge soll er ja eine Weltkarte auf dem Rücken haben. Und er soll lauter seltene Items in seiner Tasche mit sich durch die Welt tragen, Kubo. Es geht, ja. Frau. Wir kommen gleich zum letzten Kampf der ersten CD, lese ich hier. Nimm das zum Dank, Kubonus. Eine Bitte. Übergib diesen Brief an Mohana, jawohl. Gut, dann speichere ich hier. Und lese mir mal kurz durch, was ich beim nächsten Kampf beachten muss. Der wird nämlich schön wieder scheiße. Der erste Satz ist schon geil. Einfach lange genug überlegen. Ja, fick dich. Heilen, stehlen, gefallene Partymitglieder wiederbeleben. Und ein paar Schläge austeilen. Wenn sich die Gelegenheit ergibt. Falls ihr zuvor beim Jagdfestival einen Korallenring gewonnen habt, solltet ihr sie dann damit ausrüsten, damit er in aller Ruhe stehlen kann. Ohne Blitzschaden zu erleiden. Hammert es. Hammert es. Ne. Also ich weiß, dass Freya keinen Blitzschaden erleiden kann, aber ich weiß nicht, an welchem Item das hängt, ehrlich gesagt. Aber Korallenring sagt mir was. Habe ich aber nicht. Doch, hier. Korallenring. Verziert mit Korallsplittern, absorbiert Angriffselement Donner. Na, allerhaupt. Kann auch Insomnia und Kannibale lernen, das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn.
Speichere ich gerade noch. Noch immer. Also ich kann Plattenpanzer und Mithrilschwert von ihr kriegen. Von der Alt. Wo jetzt kommt. Und der Kampf hört einfach irgendwann von alleine auf. Okay. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich hol zur Sicherheit mal noch 4 Phönixfedern. Und dann let's go.